Richtig Fahrt aufgenommen hat der Dienst in der Schweiz in den letzten Monaten. Man sei 2015 um das 4- bis 5-fache gewachsen, sagt Uber. Die Taxifahrer sagen, Uber verdränge sie knallhart. Ich habe hier extra das Uber-App abgeladen. Ich sehe ganz genau, wo die wartet. Genau da, da innen wartet jetzt die Uber. Da, sie sind genau auf dem Flughafen, wo sie nicht wir auf dem Warteplatz warten und die wartet direkt da unten. Und die Spieße seien nicht gleich lang. Niemand wisse, ob die Uber-Fahrer Ruhezeiten einhalten. Die Taxis hingegen würden stark reglementiert und kontrolliert. Taxiverbände beklagen Einbußen von bis zu 30%. In Zürich gibt es 1500 Taxis und nun bereits 1000 Uber-Fahrer. Aber es gibt auch eine Schnittmenge. Zahlreiche Taxifahrer stellen zwischendurch um und höhlen so ihr Geschäft von innen aus. Ja, natürlich, aber die sind unter so einem riesen Druck momentan. Wissen Sie, wenn der Kunde bei Ihnen nicht mehr einsteigt, weil sie der Kunde drückt auf die Uber-Taste und bestellt ein Uber, weil der 30% billiger fährt, bleibt dann irgendwann nicht mehr keine andere Möglichkeit. Uber sagt indes, man verdränge keine Taxis, sondern erzeuge gar neue Kunden. Das sind Leute, die sich früher das Taxi nicht leisten konnten oder nicht leisten wollten, mittlerweile natürlich auch einen großen Gefallen an Uber gefunden haben. Und somit generieren wir einen komplett neuen Markt. Doch der Erfolg von Uber macht auch die Stadtpolizei hellhörig. Sie will nun, dass der Kanton Uber stärker reglementiert. Ja, die Stadtpolizei Zürich regt nun an, dass man registrieren muss und dass auch die Fahrzeuge so gekennzeichnet sein müssen, dass es eben von außen sofort ersichtlich ist. Und das würde dann dazu führen, dass Kontrollen wie bei den Taxis in gleichem Maße möglich wären. Manche Taxifahrer fordern ein nationales Verbot von Uber. Doch auch Uber hat nationale Ambitionen. Es will in der Schweiz künftig flächendeckend operieren.